Hallo und willkommen zum wahrscheinlich letzten Teil dieses mehrteiligen Plaudervlogs aus der Schweiz. Ich bin jetzt ein bisschen unterhalb von der Burgruine. Hier ist eine größere Wiese, da grillen ein paar Leute. Erst waren sie nur zu zweit, jetzt sind dann weitere dazugekommen. Zwei Hunde sind auch da, sind am Toben zwischendurch. Ja. Und jetzt ist auch tatsächlich nochmal die Sonne rausgekommen. Es ist richtig warm. Wow, richtig schön. Ja, ich wollte euch gerne was zeigen. Und zwar, ich war ja vor 2 Tagen mit meiner Schwester einkaufen hier. Unter anderem in einem türkischen Laden, weil ich gerne schauen wollte, ob es dort die Mazafati-Datteln gibt, die ich so gerne mag. Die gab es zwar nicht, aber es gab eine andere Sorte. Diese Sorte mochte ich früher total. Blendet etwas die Sonne. dann habe ich mir davon ein großes Paket gekauft, 800 Gramm. Die schmecken auch mega lecker, sind aber halt nicht so schön weich wie die Mazafati. Aber schmecken richtig schön karamellig. Und direkt nebendran habe ich dann was entdeckt und habe gedacht, ich schaue nicht richtig. Und zwar zu der Zeit, als ich in Valle Gran Rey war, also falls du ein neuer Zuschauer bist oder eine neue Zuschauerin, ich habe bis vor einem knappen Jahr, 2 Jahre in La Gomera gelebt und war dort an verschiedenen Orten, unter anderem eben zwischendurch in Valle Gran Rey. Und dort hatte ich mir ein Sträucheriglo gebaut sozusagen. Und unterhalb dieses Sträucheriglos, wenn ich da lang gelaufen bin, Richtung Stadt, habe ich da einen großen, Moment, ist wieder ein bisschen hier, denke ich. Hält nicht. Etwas windig, aber das ist sehr angenehm. Ja, als ich dann unten angelangt war, also da musste man so Treppen runter, habe ich dann auf der rechten Seite unter anderem einen großen Baum entdeckt, in einem Garten, wo ein Zaun davor war. Aber der war so riesig, der Baum, dass die Äste auch über den Zaun drüber hingen, also zum Weg hin. Und das war ein Tamarindenbaum. Und unterhalb des Baumes, also am Boden, lagen jede Menge Tamarinden. Das kannte ich damals noch gar nicht. Ja, dann habe ich gedacht, ich nehme mir da mal ein paar vom Boden mit. Und ja, dann habe ich die probiert und fand die total lecker. Ich habe dann im Nachhinein erfahren, dass es da 2 Sorten von gibt. Und zwar einmal saure und einmal süße. Und die ich dort entdeckt hatte, das waren die sauren. Und ja, die fand ich direkt total lecker. Das sind so eine Art Schoten. Die muss man dann abschälen und innen drin ist eben die Frucht und durch die Frucht zieht sich immer so, ja, wie soll ich sagen, so wie so eine Schnur durch und das macht man dann natürlich ab. Ah ja, und innen sind auch Kerne drin und die werden nicht mitgegessen, genau. Ja, und in diesem türkischen Laden gibt es diese Tamarinden doch tatsächlich zu kaufen. Ja, da habe ich mir gedacht, da nehme ich mir doch direkt ein Paket mit. Und zwar sind die in so eine Art Block zusammengepresst. Echt lustig. Ja. Ich sehe jetzt nicht so viel, weil die Sonne ein bisschen blendet. Ne? So. Und dann kann man sich da einfach ein Stück abschneiden. Allerdings ist auch ein bisschen Schale noch dazwischen, Kerne und eben diese Streifen, die da drin sind, ja, die man natürlich eben nicht mit isst. Ja, dann habe ich es meiner Schwester gezeigt, die kannte das noch nicht und hat das dann auch probiert, hat gesagt, gut, ist ein bisschen sehr sauer, aber sonst sehr lecker. Ja, da habe ich mich total gefreut. Hier ein Stück La Gomera für mich.
richtig toll. Die schmecken so ähnlich wie diese Kaubonbons. Mauam oder wie die heißen. Da gibt es ja so verschiedene Sorten, ne? In Zitrone, Himbeere, Orange und so. Die sind ja auch so leicht säuerlich. Ja, so ähnlich schmecken die. Nur, dass die halt total gesund sind, ne? Und auch Vitamine, Mineralstoffe haben. Ja, richtig toll. Das war mal das eine. Dann habe ich vor längerem ein Paket zugesendet bekommen von einem Zuschauer bzw. Fan von mir, von dem lieben Marco. Bei der Gelegenheit grüße ich dich auch mal wieder ganz lieb. Hallo Marco. Und in dem Paket war zwei Gläser drin. Dörrgläser, genau. Zwei hochwertige Dörrgläser mit einem Tablett dabei und noch so zwei, wie so Stützen, wo man dann die Dörrgläser schräg dran draufsetzen kann sogar. Und dann war noch ein Buch mit dabei. Und das Buch heißt, wenn ich es jetzt richtig ausspreche, Ho'oponopono. Und das, darum geht es um das hawaiianische Vergebungsritual. Ja, das ist das hier. Von dem Schirna Verlag. Das ist ein ganz tolles Buch. Und das habe ich angefangen, ja, ich wollte das immer lesen und habe mir irgendwie nie Zeit dafür genommen. Oder ich war dann zu müde. Ja, und jetzt kurz bevor ich zu meiner Schwester gefahren bin, habe ich mal angefangen, darin zu lesen. Und was ich zuerst da drin gelesen hatte, das, ja, wusste ich eigentlich schon. Da habe ich noch gedacht, okay, ist nichts Neues. Ja, ich habe es aber dann trotzdem mitgenommen, habe mir gedacht, bei meiner Schwester kann ich mir dann vielleicht mal mehr Zeit dafür nehmen. Und ich war ja auch alleine hier schon nach dem ersten Tag zweimal draußen unterwegs, eben in dem schönen Wäldchen, von dem ich in einem vorherigen Teil dieses Vlogs gesprochen hatte. Und dann war ich auf zwei verschiedenen Wiesen, auch total schön, hat es mir auch gemütlich gemacht. Ja, und da habe ich nochmal von Anfang erst gelesen, damit ich nochmal richtig reinkomme, bis dahin, wo ich war. Und habe dann weitergelesen. Und dann gibt es da verschiedene Anwendungen, die man dann machen kann, also Übungen. Und dann habe ich mal zwei, drei von diesen Übungen angewendet. Ja, und das kannte ich überhaupt nicht. Also ja, richtig toll. Da habe ich gestaunt. Ja, und deswegen habe ich mir das jetzt auch nochmal mitgenommen. Jetzt bin ich zwar auch wieder mal sehr müde, aber ich habe mir vorgenommen, hier noch ein bisschen weiter zu lesen, wenn ich denn die Ruhe hier gleich habe. Ja, das wollte ich euch einfach nur mal zeigen. Also das kann ich sehr empfehlen, dieses kleine Büchlein. Ja, ist wirklich ganz toll. So, dann hat meine Schwester verschiedene Edelsteine und also Heilsteine. Die hat sie schon sehr lange. Die hatte sie auch damals, als ich noch hier gelebt habe in Baden-Württemberg. Und sie hat auch zwei tolle Bücher dazu, wo das alles beschrieben ist. Also nicht nur Heilsteine, also wo nicht nur was von über Heilsteine steht, sondern auch über Heilkräuter. Sehr interessant. Und dann hat sie mal ein bisschen geschaut. Also sie weiß ja, was ich vom Sternzeichen her bin, was zu mir passen würde. Und hat dann so ein bisschen was zusammengestellt für mich. Unter anderem diesen Stein hier. Das ist ein Rosenquarz. Und als ich noch in La Gomera gelebt habe, hatte ich auch einen Rosenquarz, aber als Handstein. Eben, das gibt es auch als Handstein. Das hält man dann in der Hand oder legt es sich auf die Stirn auch. Oder kann sich es unter das Kopfkissen legen. Dann wirkt der. Ich hatte auch noch einen anderen, Gaia hatte mir noch einen geschenkt, aber jetzt weiß ich nicht mehr, was das für einer war. Aber ja, die habe ich beide dann irgendwann verloren. Deswegen habe ich mich total gefreut darüber, vor allem noch in der Fassung. Die hat sie allerdings nicht gemacht.
sodass ich es als Kette tragen kann. Das habe ich mir nämlich schon immer gewünscht. Ja, jetzt hat es mir erstmal nur so ein grobes Band dazu gegeben. Ich werde mir dann ein anderes besorgen, ein zarteres. Ja, auf jeden Fall freue ich mich da sehr drüber. Und dann hat sie mir das Gleiche auch nochmal als Handstein geschenkt. Und auch noch ein paar andere Steine, ja. Das wollte ich euch auch noch erzählen. Ja. Ja, ist auf jeden Fall doch auch sehr schön hier oben. Ich wollte zwar eigentlich am Rhein irgendwo sitzen, aber hier habe ich jetzt nichts Passendes gefunden. Auf der deutschen Seite gäbe es schon noch direkt am Rhein mehrere Wiesen, aber das ist halt doch noch einiges zu laufen. Ist mir jetzt zu viel, deswegen bleibe ich jetzt einfach hier. Ist ja auch okay. Ich kann mich ja auch zur Not unter den Baum setzen, wenn es mir zu warm wird. Oder hier hinten hat es auch noch zwei Bänke, auf denen man sitzen kann. Ja. Ja, da werde ich jetzt mich noch ein bisschen ausruhen und dann hier noch ein bisschen weiterlesen, vielleicht noch eine weitere Anwendung machen. Und danach mache ich mich dann langsam wieder auf den Rückweg. Ne? Ja. Tut schon echt gut, hier zu sein. Hätte ich nicht gedacht. Weil ich die ganzen Jahre nicht mehr hierhin wollte, weil ich halt früher, als ich hier noch gelebt habe, einiges erlebt habe, was jetzt für mich nicht so, ja, was nicht unbedingt hätte sein müssen, sagen wir mal so. Und das war mit einer der Gründe, warum ich hier überhaupt aus dieser Gegend weggezogen bin, aber halt nicht der Hauptgrund, es hatte verschiedene Gründe. Weil ich mir gedacht habe, wenn ich woanders hinziehe, ganz woanders hin, dann sehe ich das alles nicht mehr, dann werde ich auch nicht mehr daran erinnert. Und so war es auch, es hat echt geholfen. Ja. Und dadurch wollte ich hier auch nie wieder hin zurück, weil ich dachte, sobald ich hier wieder hinkomme, dann kommen die ganzen Erinnerungen wieder hoch, kommen sie zwar teilweise auch, aber ich habe ja auch schöne Dinge hier erlebt, eben, und wo ich jetzt halt gerade bin, eben in der Schweiz, da habe ich nur schöne Dinge erlebt, noch eine kleine Fliege in die Nase geflogen. Da habe ich natürlich auch ein bisschen mit meiner Schwester drüber gesprochen. Und sie meinte dann, ja, jetzt bist du wieder hier und jetzt sammelst du neue Erfahrungen hier. Und dann werden das deine Erinnerungen dann ab jetzt. Dann werden die anderen, die bisherigen Erinnerungen noch mehr verblassen. Und dann, ja, ist das doch auch nicht schlecht. Ja, hat sie irgendwo auch recht, ne? Ja, auf jeden Fall genieße ich es schon sehr, hier zu sein. Es ist ja nun mal hier auch einer der schönsten Ecken Deutschlands, ne? Direkt so an der Schweizer Grenze mit den Schweizer Almen, den Schweizer Bergen, dann der Rhein hier unten und oberhalb dann der Schwarzwald. Das ist wirklich traumhaft schön hier. Und da, wo ich hingezogen bin, nach Nordrhein-Westfalen, gerade noch im Ruhrpott, ist natürlich überhaupt kein Vergleich, ja. Aber ich muss sagen, ich fühle mich da oben mittlerweile trotzdem sehr, sehr wohl. Und auch dort gibt es sehr schöne Ecken. Ne? Man muss sie nur finden. So ist es nicht. Also es gibt hier überall schöne Flecken. Egal wo. Ja. Von daher habe ich es nie bereut, dass ich nach Nordrhein-Westfalen gezogen bin. Nee, gar nicht. Ja. Und zuerst meinte meine Schwester auch, als ich von La Gomera kam, ob ich nicht wieder hier runterziehen will. Ne? Aber nee, da habe ich dann direkt gesagt, nee, möchte ich nicht. Eben weil die ganzen Erinnerungen und so, da habe ich keine Lust drauf. Könnt ihr vielleicht nachvollziehen. Ja. Nee, es ist gut so, wie ich es gemacht habe. Alles gut. Jo, jetzt habe ich genug gesabbelt. Ne? Dann, ja. Beende ich das Video jetzt an dieser Stelle. Danke euch fürs Zuschauen. Wenn euch dieser mehrteilige Vlog gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen nach oben. Ja, ansonsten wünsche ich euch noch eine gute Zeit. Und sag dann mal bis denne. Ciao.